Gut gelaunt saßen Anne und Elizabeth Grayson wenige Tage später im Zug nach Bright River. Dort sollten die beiden von Davy mit dem Einspänner erwartet werden. Annes Ferienkind war selig. Heute fühle ich mich wie Miss Elizabeth. Wenn du möchtest, dann kann ich dich ja den anderen auf Green Gables gerne als Miss Elizabeth vorstellen. Würden sie das tun? Warum nicht? Das ist doch lustig. Ich würde mir dann richtig erwachsen vorkommen. Na, ob das wirklich so erstrebenswert ist? In den nächsten 2 Wochen darfst du dich nämlich einmal deinem Alter entsprechend benehmen. Du darfst Krach machen, so viel du willst, und musst nicht leise und unsichtbar sein wie in Evergreens. Sie haben mir so viel von Green Gables und ihrer Familie erzählt, dass ich glaube, alles dort bereits zu kennen. Die Zwillinge sind schon sehr neugierig auf dich. Sie sind bloß ein paar Jahre älter als du und freuen sich, dir alle schönen Plätze auf der Farm zu zeigen. Ich hoffe, dass sie mich mögen werden. Das werden sie sicher. Mach dir darüber mal keine Sorgen. Dora freut sich schon, dass du bei ihr im Zimmer schlafen wirst. Ich glaube, am liebsten werde ich gar nicht schlafen in diesen 2 Wochen. Keine Minute möchte ich schlafen. Die gute Luft und die vielen schönen Unternehmungen, die wir mit dir vorhaben, werden dich so müde machen, dass du allabendlich wie tot ins Bett fallen wirst. Du wirst sehen. Wenn der Zug doch bloß schneller fahren würde. Ich kann es gar nicht mehr abwarten, alles zu sehen, wovon sie mir so viel erzählt haben. Elizabeth wurde auf Green Gables ein ebenso herzlicher Empfang zuteil wie Catherine Brooke zuvor in den Weihnachtsferien. Alle schlossen das hübsche, blasse Mädchen sofort ins Herz, besonders die Zwillinge. Elizabeth genoss das Zusammensein mit ihnen sehr. Denn zu Hause in Evergreens hatte sie ja nie Spielkameraden gehabt, da ihre Urgroßmutter sich durch spielende Kinder gestört fühlte und es untersagt hatte, dass sie Freunde aus der Schule einlud. Schon nach wenigen Tagen war die Blässe aus ihrem Gesicht vollkommen verschwunden. Elizabeth strahlte über ihre beiden roten Wangen und konnte sich gar nicht satt sehen an den Schönheiten, die es Tag für Tag rund um Green Gables zu entdecken gab. Die Kleine ist der reinste Goldschatz. Ja, das stimmt, Marilla. Mit den Erziehungsmethoden dieser Mrs. Campbell ist wohl niemand von uns einverstanden. Es grenzt fast an ein Wunder, dass sich Elizabeth zu so einem liebenswerten, fröhlichen Mädchen entwickelt hat. Mhm. Sie kann von Glück sagen, dass du in Windy Poplars eingezogen bist und dich ihrer annahmst. Oh ja. Die Stunden, die ich mit ihr verbrachte, waren auch für mich immer etwas Besonderes. Es bricht mir fast das Herz, dass wir sie bereits morgen wieder in den Zug setzen müssen, der sie zurückbringt in diese kalte, herzlose Umgebung. Ich fürchte, sie wird hier eine gewaltige Lücke hinterlassen. Das Kind wird uns fehlen. Mein Gott, was sie lachen kann, wenn der Wind das Gefieder der altehrwürdigen Hennen aufplustert. Und wie toll sie dank Davy schon mit den Ohren wackeln kann. Für Dora wird es am schwersten werden. Ja. Es ist eine Schande, dass Mrs. Campbell nicht zu schätzen weiß, was für ein Juwel sie da in ihrem Urenkelkind hat. Elizabeth sagte heute Morgen ganz traurig zu mir, ob ich wohl jemals wieder so eine schöne Zeit haben werde. Es gab mir einen Stich ins Herz. Eigentlich darf sie nicht einfach ihrem Schicksal in Evergreens überlassen bleiben. Der Abschied von Elizabeth war auf beiden Seiten äußerst tränenreich. Man war froh auf der Farm, dass bereits am nächsten Tag Catherine Brooke und ihr Hund anreisten. So war die Lücke, die die kleine Elizabeth Grayson zurückgelassen hatte, etwas weniger zu spüren. Alle genossen auch die Anwesenheit des zweiten Gastes in diesem Sommer. Zum Glück spielte auch das Wetter mit. Der Sommer zeigte sich auf Prince Edward Island von seiner schönsten Seite, sodass beinahe das gesamte Leben draußen stattfand. Der Abschied war herzlich und würde leider auch für längere Zeit sein. Denn für Catherine Brooke stand nun unwiderruflich der Umzug nach Redmond an.